habe jetzt hier leckeres Rührei mit einer mega tollen Aussicht. Und heute werde ich eine Rollertour hier über die Insel machen. Roller geparkt. Und jetzt bin ich hier irgendwo gelandet und will da eigentlich zum Strand. Und die haben hier so das Holz überall aufgekippt, dass man da überhaupt nicht hin. Der Strand ist hier auch nur erschlossen, wenn man in einem Resort hängt. Sonst ist es hier irgendwie anscheinend nicht möglich, an den Strand zu kommen. Diese Nebensaison, es ist einfach nichts los hier. Es ist nichts los. Es ist auf einer Seite ja auch schön, ne? Wenn man jetzt nicht gerade alleine unterwegs ist, ist das ja schön. Aber so alleine. Und was halt voll krass ist, hier ist alles voll vermüllt. Das ist voll fies. Okay, ich muss mich jetzt beeilen. Die warnen mich hier schon alle, weil da kommt fett der Regen. Und jetzt gebe ich Hackengas, dass ich noch trocken irgendwo da in der City ankomme. Boah, ich habe es so gerade geschafft. Es fängt jetzt gleich richtig krass an. Der Regen hat aufgehört und das Schöne ist, es ist nicht mehr so brüllend heiß. Das ist echt angenehm jetzt. Bevor es jetzt aber auf Rollertour Teil 2 geht, bin ich jetzt erstmal in diesem unglaublich netten Café hier einen Kaffee, weil ich bin nachmittags hier immer dermaßen müde, das ist der Wahnsinn. Das ist der portugiesische Einfluss auf Flores. Es gibt super viele Kirchen. Ich stehe hier gerade auf so einer Brücke und sobald hier so ein Auto drüber fährt, ist die am Wackeln. Das ist der Wahnsinn. Und so kann man natürlich auch sein Auto sauber machen, indem man einfach in den Bach fährt. Also das ist ja auch so krass. Bei so einer Reise, da weiß man immer nicht, was einen erwartet. Heute Morgen bin ich losgefahren an dem Strand, da habe ich gedacht, so, oh, ja, irgendwie so. Und jetzt bin ich quasi hier so ein bisschen ins Landesinnere gefahren und jetzt guckt euch mal bitte diesen Ausblick an. Ist das nicht geil? Und wie sich auf einmal auch meine Meinung zu so einer Insel ändert, ja, also das ist wirklich so krass. Also morgens eine Aussage über die nächsten 2 Minuten ist eigentlich schon falsch. Und man muss sich eigentlich ständig revidieren, weil die Meinung ändert sich nicht mehr, wenn man so schnell andere Sachen findet. Guckt euch das an. Also ich bin gerade so geflasht. Es ist da natürlich auch Sonnenuntergang. Guckt euch das Licht an. Guckt euch diesen Dschungel hier an. Ich stehe hier zwischen Bambus und Palmen. Und dann ist hier die Straße, astreine Straße, wirklich super geteerte Straße. Und am liebsten würde ich ja, diese Insel ist sehr groß, sie ist viel, viel größer als Bali. Am liebsten würde ich ja eine ganze Tour über die Insel machen, aber so viel Zeit habe ich leider nicht. Flores zu besuchen, ein eindeutiger Tipp. Entweder geht er tauchen oder er macht eine Rollertour hier über die Insel. Jetzt muss ich leider wieder zurückfahren den Weg.
weil es ja gleich dunkel wird und ich fahre sehr, sehr ungern im Dunkeln mit dem Roller und wo ich mich nicht auskenne und wo irgendwelche Tiere aus dem Gebüsch kommen können. Hello. So, jetzt tanke ich mal, wie man hier im asiatischen Raum so tankt. So wird in Asien und Indien getankt, indem man den Sprit in der Pulle da hat und dann wird er in den Tank gekippt. Thank you. How much? Yes. Yeah. I take the calamaris. Calamari? Yeah. Barbecue? Yeah, barbecue. Yeah. Abends essen gibt es jetzt hier auf so einem Markt, wo ich mir da gerade den Fisch aus dem Hotel wieder Squid Calamari genommen habe. Und das wird jetzt hier gegrillt. Und man kriegt das dann so gegrillt auf den Tisch. Mal gucken, wie mein Squid wird. Ich bin gespannt. Guck mal, was die alles da haben. Das ist ja der Wahnsinn. Hier fixen Bier holen im Lametta Wunderland. Boah. Geil, ist der das in die Tasche gesprungen. Die hat sich nicht mehr eingekriegt. Here we go. Mein Squid mit scharfer Soße und Gemüse. Das ist der beste Squid, den ich je hatte. Jetzt trinken wir meinen neuen polnischen Freund hier noch ein Whisky. Das ist voll groß. Friends of Lewandowski. Yeah, Friends of Lewandowski. Yeah. Boah, jetzt aber wirklich gute Nacht.